Ich habe jetzt Aber auch meine weh. Aufnahme gestartet. Und zwar, das ist quasi unsere zweite Session vom dritten Szenario von unserer Gloomhaven-Partie. Für alle jene, die es sich anschauen wollen. Also die ein oder zwei Leute, die zufällig drüber stolpern. Der Jörg hat es letztens sich angeschaut. Du bist aber optimistisch. Ja. Na, nicht letztens, sondern vorletztens. Vorletztens hat er sich. Ja, stimmt, stimmt. Du Weil kennst den letztens Jörg noch, war oder? die Akustik nicht schlecht. Ja, Ja, letztens. düster. Düster, ja. Bei dem habe ich letztens, ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt? Bei dem habe ich letztens auch irgend so ein sowas Ähnliches gespielt, wo man auch quasi durch Kampagnen spielen kann, was mir aber nicht wirklich so gut gefallen hat. Das war eigentlich ein ziemliches Hack and Slay Ding. Okay, ich muss zugeben, das ist Nein. auch ein ziemliches Hack and Slay Ding, aber Ich sag mal, Spiel hat eine nette Mechanik. Wenn man Gloomhaven hat eine abstrahiert, nette Mechanik, das stimmt, ja. wenn man abstrahiert vom Hack and Slay, hat Mal es kurz ein weg. wirklich gutes Puzzle-Game, finde ich. Ein semi-kooperatives. Ja. Aber das Spiel, was die dort hatten, das war ein Wahnsinn. Da gab es nämlich jeden Gegner gab es eine eigene Miniatur und jeder Gegner kam mit einer Reihe von Minions, die auch eine eigene Miniatur hatten. Das Spiel hat, glaube ich, einen ganzen Raum aufgebraucht für an Kisten. Das war unfassbar. Also Das gesamte mehr als 11 Wohnzimmer war voll mit Kilo. Kisten voller Miniaturen. Es war Wie viel unglaublich. hat das Spiel gekostet? Ich weiß es nicht. Ich glaube mehrere hundert Euro. Na, Übrigens, sie haben es mir eben ist auch der Tisch über. irgendwie dunkler heute. Nein, nein. Das ist, weil Nacht ist da draußen auf der Ja, Straße. es kann gut sein, weil die Umgebung anders ist, dass das Spieltisch selber auch dunkler ist. Mir kommt es irgendwie Meinst so vor, du? als ob er Ich glaube dunkler wird. nicht. Nein. Nein, also wenn, dann kommt es ja, glaube ich, nur so vor, dass es dunkler wäre. Du willst nur nicht weiterhören, was ich dir erzähle über dieses Ja, fürchterliche ist wirklich Miniaturen. dunkler. Ja, weil da Hat über drinnen ist den Tag. Portal eingestellt. Kannst du nicht, gibt es nicht irgendein anderes Foto außer die Natürlich gibt es Kirche und andere die Dinge. Straße vor der Kirche? Ja, aber das kommt nächstes Mal. Ich werde jetzt wieder auf die Straße gehen, jedes Mal ein anderer Background. Du kannst, und jetzt werde ich Darf ihn ich noch dunkler ein paar stellen. Stereotype über Polen verlieren? Ich habe einen Natürlich, Schüler, ich auch. der ist Pole und der macht sich selbst immer lustig über Polen. Dass dort die Leute alles mitgehen lassen und so Sachen. Ist das. Ja, ich habe letztens auf YouTube ein ganz lustiges Interview von Christoph Walz gesehen, von vor 3 Jahren oder so, bei Von irgendeiner von diesen Christoph wem? amerikanischen Talkshows. Walz, Ach, Walz, das den ist dieser österreichischen Schauspieler, gell? Doppel-Oscar-Gewinner. Ja, genau. Hat er den Und er Oscar wurde denn gefragt, was gewonnen? der Unterschied, dreimal sogar, was der Unterschied für dieselbe Rolle Dreimal zweimal, sogar was der doppelt gewonnen. Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist. Und er hat das wirklich, er hat es schön gesagt. Und ich bin ja einer, ich erwarte da, dass irgendeine ganz peinliche, falsche, absurde, lächerliche, wundmachende Antwort kommt, aber er hat sehr elegant gemacht und sogar sehr pointiert, ohne wirklich jemanden nahe zu treten. Mehr sage ich nicht Was dazu. hat er gesagt? Ich kann es nicht so lustig wiedergeben, deswegen probiere ich es nicht einmal. Oh Gott. War es Aber wenigstens eine sinngemäß, die deutsche Deutschen oder sind war es eine direkt, deutsche? die Deutschen sind direkt und die Österreicher sind höflich und unehrlich. So, darauf muss hinweisen. Das ist der Unterschied zwischen Ja, okay, gut. Dann bin ich kein guter Österreicher, ich bin direkt unhöflich. beiden. Nein, du bist ein sehr typischer Österreicher. Das ist lieb, dass du das sagst. Du redest, du bist direkt, aber bist trotzdem höflich. Ich sage den Leuten immer die Wahrheit. Ich sage es nur auf eine Art und Weise, dass sie glauben, dass ich sie anlüge. Ja, ich stelle das nämlich auch gerade fest, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass du eigentlich nie unehrlich wirkst, aber dass du einem auch nie wirklich nahe willst. Wie machst du das? Bin einfach gut. Und bei der Menge, die aus deinem Mund rauskommt, wie geht das eigentlich? Muss wirklich gut sein. Ich habe auch heute wieder irgendwelche Kinder fürchterlich beschimpft in der Schule und sie lachen dann Sie haben immer und sie applaudiert. meinen, Ja. Herr Professor, Sie sind der Beste. Obwohl ich gemeint zu ihnen war. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache. Du gibst denen sogar 5er auf Tests, gell? Ja, ich Und gebe in ihnen auch fünf Zeugnisse. auf Tests und ins Das Zeugnis. ist auch wurscht, gell? Überhaupt kein Nicht sehr Respekt. häufig, aber es gibt es sehr wohl, ja.
Also, ich bin kein exzessiver Fünfergeber, aber also ich tue es schon. Es gibt auch Schüler, die haben das tatsächlich nötig, quasi erzieherische Maßnahme, damit sie sehen, ich bin nicht nur freundlich. Ja, davon bin ich überzeugt. Das ist, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern an das Buch Good Omens von Terry Das heißt, Pratchett das und habe Neil ich sicher Gaiman? fünfmal Okay, gelesen, ja, das Buch, gibt und es einmal vor 2 Jahren oder da so. gibt es ja eine Szene, wo der Dämon erklärt, warum seine Pflanzen so gut wachsen. Oder ich weiß nicht genau, wie es erklärt wird, auf jeden Fall. Dass er ganz demonstrativ Pflanzen, die nicht besonders gut ausschauen, entsorgt, damit die Ja, anderen in die wachsen ständiger alle aus Furcht Angst. leben. Ja. Das fand ich ziemlich nett. Ich finde, man muss Kinder auch manchmal ein wenig so behandeln. Ja. Nachdem bei uns ja verboten ist, Schusswaffen mitzunehmen in die Schule und damit vielleicht zu drohen oder gar sie zu verwenden. Nicht Ja, nur in ja, Amerika, muss man halt ja. alle Mittel anwenden, die man sonst hat. Aber natürlich, wenn wir Verhältnisse wie in den Vereinigten Staaten hätten, dann dürften wir als Lehrer wahrscheinlich auch Waffen bald mitnehmen. In den USA wird das gerade vorgeschlagen, dass die Ja, ich habe Lehrer das auch, ich Schusswaffen. habe das super Polizei oder wie? gestört. Hilfspolizei, Ich habe mich Hilfssheriff. so Ich habe abgehaut. mich Ich auch abgehaut. Ich fand das ganz toll. habe hab mir gedacht, warum schlagen sie nicht vor, dass die Schüler alle Waffen mitnehmen sollen, damit sie sich wehren können? Ja, ich glaube, das kommt eh Gott, dann also als Schusswaffen. nächstes. Das kommt dann Ja. in dem Moment, wo der erste Lehrer auszuckt und eine Klasse niedermäht. Nein, es ist ja das Grundkonzept, dass jeder soll berechtigt sein, eine Waffe zu tragen, Ja. damit er sich wehren kann. Warum sollen Schüler davon ausgeschlossen sein an der Ja, Schule, eigentlich finde ich. stimmt das, du hast vollkommen Wenn man es recht. konsequent weiterdenkt, müssten die Schüler jeder eine Schusswaffe in die Schule mitnehmen, dann wird sicher nichts mehr passieren. Da gibt es so einen Arrogant Worms, ein Lied, das nennt sich Everybody Should Have Das a hast du mir Gun mal oder so irgendwie. gezeigt. Habe ich das schon mal gezeigt? Das Ja. ist echt lustig. Ja. Das hat das Ganze, ich finde, das spiegelt dieses Bild sehr gut wider, dieses Lied. Wobei, es ist, finde ich, ein relativ einfacher Trugschluss, den die Amerikaner unterliegen, weil die haben immer diese Wild-West-Mentalität noch, und die hat ihre Berechtigung gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, der Staat ist nicht imstande, in einem Bereich für öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Da muss der Private berechtigt sein, sich selber zu schützen. Ja, na, ich Aber meine, es lag ja auch implizit würde historisch. man den Vereinigten Staaten von Amerika unterstellen, dass die öffentliche Sicherheit nicht Ja, aufrechterhalten das werden kann, stimmt, ja. wenn man Naja, das ist Schusswaffengebrauch halt, ich meine, einschränken würde. du Und musst das ist absurd. bedenken, es ist auch historisch dahingehend natürlich, weil man gesagt hat, jeder Bürger hat die Pflicht, sich gegen die Engländer zu verteidigen. Ich glaube, daher kommt das fünftes Amendment, ist das, oder? Mit den Waffen. Weißt du das? Ich glaube, zweites. Zweites? Echt? Zweites sogar Ich schon? bin mir Was? ziemlich sicher, dass das Second Amendment ist. Second Amendment. Ja, stimmt, Wobei, du hast was recht, du es hast recht. besagt, Du hast schaue ich recht. nicht wieder. Ja, nein, es ist irgendwas mit, dass jeder Das das sagt mehr aus, Recht. als nur den Ja, freien ja. Waffen. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt vom Unabhängigkeitskrieg her, Ah, dass doch, man. es ist praktisch ausschließlich der Inhalt des Second Amendments. Ja. Recht auf Waffen. Find ich okay, dass gleich der zweite Anhang, Amendment heißt Anhang, oder? Zusatzartikel. Ja, Zusatzartikel für die Erweiterung, Verfassung, ja, also die Zusatzartikel. zweite Erweiterung gleich war das. Was ist die First Amendment? Ich glaube Free Speech oder so irgendwas, gell? Ja, das ist ein wichtiges Grundrecht, ich weiß nicht welches. Und da steckt unheimlich viel Geld dahinter, die ganze Waffenlobby. Ja. Und Letztens habe ich gesehen, in Australien hatten sie ja ähnlich lockere Waffengesetze und dann ja, haben sie das sich. erste Amendment gewährleistet Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit. Okay. Also quasi dieses typische Menschenrechtszeug. Ja, also die wichtigsten Grundrechte im Wesentlichen. Meinungsfreiheit würde man, glaube ich, sagen, bei uns in Europa Ja, ich glaube auch. selbst. Und in Australien haben sie offensichtlich ähnlich viele Mass-Shootings gehabt wie in den Vereinigten Staaten und dann hat sich Hast du den irgendwann John einmal. Oliver Was? Report Ja, mitgekriegt? stimmt. Den Das gab es vor dürfte, 4 oder 5 Jahren stimmt, darüber. das gab's vor. Könnte sein, dass ich es dort gesehen habe, du hast da recht, ja.
Und dann sollen die Mass-Shootings total runtergegangen sein, nachdem sie alles. Ja, aber das Weiß ich ist in nicht, ob jedem es wirklich Staat so so. ist. Also ich Was? weiß nur, der Michael Moore hat das in seinem Bowling for Columbine, hat er Kanada und die Vereinigten Staaten Ja, sehr, sehr sehr stark verglichen, ich weiß, ja, das kenne ich stark noch. verglichen und die Daten waren signifikant. Ja. Wenn du kannst Ich jeden meine, auch der Staat Vergleich auf. mit Europa ist Du signifikant. kannst jeden Staat auf der Welt damit vergleichen und du wirst eine, also Naja. außer natürlich die ganzen Drittweltstaaten, also Entwicklungsländer, Dritte Welt Nein, heißt es nicht nein, du mehr. brauchst einen Staat, der geeignet ist oder der imstande ist, Waffenregulierung auch zu exekutieren. Also, das ist die einzige Voraussetzung, dann heißt automatisch Schusswaffengebrauch, und zwar Homicide und Suicide sofort und Unfälle auch mit Schusswaffen, alle drei Bereiche, enorm um, ich weiß nicht, um 70% oder so würde ich jetzt schätzen, bald, grob gesprochen. Die Todesrate in all diesen Bereichen Ja, über die nächsten Jahre. Das ist ich ohne glaube, Ausnahmen dass. praktisch. Ich meine, es würde auch der Common Sense dafür sprechen, wenn wir ehrlich sind. Ja, ich meine, du nimmst eine Freiheit. Das stimmt schon, ja. Aber das ist eine gefährliche Freiheit. Das ist überhaupt nicht wert, die Kosten Ja, für vor die allem Freiheit. die Zeit, zu der das notwendig war, ist auch vorbei. Ja. Es Ja. ist. So, jetzt rufe ich die Michi mal an. Bei der SMS hat er ignoriert. Sagt sie, was eure Diskussion erbracht hat, wenn ihr solltet ihr jetzt weiterreden, wenn ich Ich weiß nicht, reden wir irgendwas? Oh. fällt was ein? Mann. Bist müde, gell? Ja, irgendwie schon. Ich bin aber heute schon extrem müde und mit Kopfweh aufgewacht. Ich meine, das Kopfweh ist jetzt Gott sei Dank weg. Ja, Kopf ist mühsam. Aber Hast du so ich viel glaube. Arbeit oder? Was? Nein. Nein. Nein, aber der Mittwoch ist jetzt ein bisschen anstrengend für mich, weil ich habe jetzt jeden Mittwoch am Abend einen Kurs, den ich gebe in der Volkshochschule. Das heißt, ich fahre. Ich habe jeden Mittwoch 3 Stunden Chemie hast du Kurs. gesagt, Was? machst du, ja? Chemie hast du gesagt, machst du. Ja, Chemie. Ja, Und unterrichtest nach du. dem Kurs fahre ich dann noch zu meiner Rollenspielrunde. Und dementsprechend komme ich relativ spät ins Bett am Mittwoch. Nach Mitternacht? Was? Nach Mitternacht? Normalerweise schon, ja. Gestern haben wir eher früh aufgehört. Da war ich circa um Mitternacht zu Hause und war auch circa um Mitternacht im Bett, weil manchmal bleibe ich dann tatsächlich noch wach, aber gestern war ich echt zu müde und ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich schon die Tage davor irgendwann einmal früh ins Bett gehen sollen. Ich schlafe recht wenig. So viele Aber Leute sind manchmal. erledigt, den Was? ganzen Tag, wirklich. Viele Leute sind erledigt, den ganzen Ja, ich Tag. glaube, das liegt aber an der Wetterlage. Also wir zum Meine. Beispiel, wir spielen ja jeden Mittwoch bei mir Wettspiele. Und da haben wir gestern eines gespielt, Through the Ich glaube, Ages. das könnte René eh kennen. Ich kenne es Wandel nur, der Zeiten, ich Through habe es the mir Ages von Blood angeschaut, die. Agape. Was? Das alte oder das neue? Das Neue ist viel besser. Das ist vor ein paar Jahren neu rausgekommen. Es ist Ich wurscht, das hab's noch. Spielprinzip ist gleich geblieben. Ich hab's noch nie gespielt. Naja, Ich habe mir nur das jedenfalls. Prinzip angeschaut. Ja. Und über die Boardgame Arena habe ich mir mal ein Spiel angeschaut. Aber Na, es ist ein wirklich nettes Spiel, aber ich es weiß dauert ungefähr, worum lang. es geht, ja. Ja. 4, 5 Stunden, 6 Stunden, dauert es eher schon. Naja, und es war dann so spannend, dass wir es fertig spielen wollten, das heißt bis nach Mitternacht. So dass halt ein paar Leute die U-Bahn verpassen. Bei uns ist immer Mitternacht, da müssen wir aufhören, weil Um die 0.12 Leute jetzt Uhr immer hat die bei letzte U-Bahn den einfach von mir weg. Mhm. Und dann war es so, dass um 4 Minuten nach Mitternacht einer von uns so einen blöden Fehler gemacht hat, also wo offensichtlich war, dass er eigentlich schon sich nicht mehr konzentrieren kann. Und dann haben wir das ganz schnell abgebrochen. Die Leute sind Sind nur alle losgedüst. gelaufen und Ja, haben die letzte U-Bahn plötzlich. gerade noch Aber das erreicht. war wirklich, Übrigens, das war eine Entscheidung von einer Sekunde auf die Sekunden, andere. ja. Ja, genau. Pfeifen wir drauf, laufen Ja.
Du hast Und Andi, es wir haben wirklich, mitgemacht. es waren 10 Sekunden oder 15 Sekunden, wenn wir 10 oder 15 Sekunden, wenn Micha und Robert später gegangen wären, hätten sie lieber nicht mit. Das Ja, meinte ich ja. ganz, ganz, Na, ganz exemplarisch. ich habe Robert gesagt, nee, er wollte sich die Schuhe anziehen, gell? Umständlich vor meiner Tür. Nimm die Schuhe mit Im in den Aufzug, Aufzug, genau. ziehst du im Aufzug an. Ich bin die Stiege runtergelaufen. Bin gar nicht, ich habe gar nicht Ja, auf den Aufzug gewartet. wow. Nein, aber einmal stehe ich gut da. Für Du meine hättest das. Verhältnisse gut da. Du hast den. Andi, ich muss dir noch ein Kompliment machen. Entschuldige, wenn ich dich Ja. unterbreche. Du warst, das hättest du vor 2 oder 3 Jahren nicht gemacht, als wir da angefangen haben. Ja, wirklich skrupellos. Du hast nicht auf jemand anderen Ja, draufgehauen, sondern nein. du hast genau gewusst, auf wen du draufhauen musst, damit du für Nein, dich das das stimmt Beste nicht, das stimmt rausschlägst. nicht. Ich habe noch drüber nachgedacht und ich sehe es jetzt als einen Fehler an, dass ich so von Robert losgegangen bin, weil mein Konkurrent war der Michi. Ja, und der war militärisch schwach, du hast sogar recht Er war jetzt, wenn ich drüber militärisch nachdenke, schwach ja. und ich habe dann sogar, ihr habt das Spiel hingehaut, gell, eure Karten. Ich habe dann in seine Karten reingeschaut. Er hätte sich nicht im Mindesten verteidigen können gegen mich. Ja. Und was Krieg betrifft, hätte er sowieso keine Chance gehabt gegen mich, weil er keine Ja. Karten verwenden kann. Ja. Und ich hätte ihn damit gezwungen, nicht in seine Entwicklung zu In seine investieren, Punktemaschine, genau, ja. sondern in sein Militär zu investieren. Ja, Also das stimmt, ja. eigentlich hätte ich, war es nicht so geschickt, auf den Robert Es ist loszugehen. lustig, wenn du mir das jetzt sagst, weil das zeigt mir, wie müde ich war, weil das macht kompletten Sinn, was du jetzt sagst, aber ich bin nicht ansatzweise gekommen. Wenn Er das hätte dann, keine das hätte Punktemaschine ich aufbauen hätte können. das ja sowas von gehust, wenn ich auf die Idee Und gekommen wäre. mir wärst du voll leicht gefallen, ihn zu Nein, er zwingen. war auch offensichtlich militärisch schwach. Ja. Er hätte aber besser aufbauen können als der Robert in der einen Das auf Runde. jeden Das war Fall. auch Und nicht genug. trotzdem wäre er nicht an mich Aber herangekommen. das erinnere ich mich aus Boardgame Arena, das erinnert seine Standardstrategie bei dem Spiel, dass man nicht auf den draufhaut, meisten Punkte bringt, sondern auf den, der Konkurrenz ist und dem man halt insgesamt das, was man selber an Punkten kriegt und was man ihm kostet, was am meisten einbringt. Nächstes Mal, okay. Ja, aber du hast das eine sehr gute Partie gehabt, Andi, fand ich. Ja, einen Du guten hast es sehr Lauf, gut ja. gespielt. Nein, du hast es auch gut gespielt. Bei mir war es so, ich habe ein paar Mal ein riesiges Glück, es ist trotzdem nur mittelmäßig gelaufen. Also ich hab nicht gut gespielt gestern. Ja, ich glaube, wir waren alle müde. Also das war das Ausgangsthema, dass wir das abgebrochen haben, weil Und wir das ich gar nicht meine, mehr bringen um der Mitternacht. Michi war, das war ja, ich meine, ich liebe, reden wir ein andermal noch drüber, aber es war so typisch, es war Müssen so. wir nicht drüber reden. Ich habe eingesehen jetzt, es macht keinen Sinn. Er hat keine Wahrnehmung dafür. Ich habe mir ehrlich gesagt, wie ich angeregt habe oder propagiert habe, dass wir dieses Spiel spielen, obwohl der Michi da ist, obwohl wir haben ja drüber geredet gehabt, schon vor ein paar Aber es Wochen, war habe okay. ich gedacht, probieren wir es mal aus. Ja, er Es hat es ja war so oft okay. getrieben. EP war diesmal gar nicht so Das stimmt, da der habe ich Fall, fast ja? Schlimmere gehabt, gell? Nein, das, also. Ich hab in einer Runde wirklich lange gebraucht, kann ich mich erinnern. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass er schon so versiert ist. Er hat selber gesagt, er hat es 100 Mal gespielt in Ja, den genau. letzten Er muss gar nicht mehr so 20, viel 30 Jahren. nachdenken. Ja. Ja. Übrigens, bin ich da rein, ich telefonisch jetzt. Auch meine SMS hat noch nicht geantwortet. Ich würde jetzt noch so circa 10 Minuten warten und versuche ich meine Schwester anzurufen. Wie, dass deine Schwester starten, welches Spiel? Nein, der Michael ist der Mann Also, meiner Schwester ja. und ob sie irgendwas weiß. Naja, könnte sein, obwohl du hättest das mit uns besprechen müssen. Ich bezweifle es, dass das Spiel mit vor. Was würden wir dann tun? Würden wir das dann für heute sein lassen oder Ich würden weiß wir es statt ihm nicht. spielen? Ich hab's mir auch schon kurz gedacht und ich habe mir gedacht, ja, darüber denke ich nach, wenn es soweit ist. Okay. Das Ja, es stört nicht, wenn man heute auf. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn schon naja. online, Hartmann? Mir ist wurscht, ich will das spielen. Ja, ich weiß Darum nicht. geht's mir. Ich will Na, das du willst spielen. es spielen, echt jetzt? Naja, Aber dann musst. ich glaube nämlich, dass wir nächste Woche ausfallen werden lassen müssen, weil nächste Woche, von dem, was ich gehört habe, ist der Michi auf Skiurlaub. Okay. Oder ist er vielleicht Wenn diese das Woche auf Spiel, Skiurlaub das kann, und das hat habe ich es mir nur auch nicht schon gedacht, verstanden dass es und wir haben es diese nur nicht Woche richtig ist. verstanden? Nein, ich habe es gestern von meinem Vater erfahren, der mit meiner Schwester, und es kann sein, dass da natürlich irgendwas in Translation Lass verloren mich raten, gegangen wenn ist. seine Kinder gehen noch nicht in die Schule. Doch, nein, tun sie nicht zu ihrem Kindergarten. Nein, Ja, der kommt, sonst der würde er Ältere nicht kommt jetzt in die in Schule. Skiurlaub fahren. Ja, nein. Ja.
Ja, es kann wirklich sein, dass das missverstanden und dass sie schon diese Woche auf Skiurlaub sind. Nur, Michi ist ein sehr verantwortungsvoller Mensch, der hätte das mir wahrscheinlich gesagt, würde ich jetzt einmal Er hat es uns vielleicht gesagt, wir haben es nur irgendwie nicht gecheckt. nein. Also ich habe es nicht gecheckt. Dass wir es alle drei nicht hören, wenn er es letzte Woche sagen will, das ist auf keinen Fall. Ich höre so Und viele Dinge nicht, weißt du, ich höre mich lieber selber reden. ich weiß. Siehst du? Aber da bist du nicht alleine und den, da brauchst du dich jetzt halten. Das gibt auch viele Menschen so. So gut ist gegangen, ne? Bis jetzt in dem Was ist so Szenario. gut gegangen? Ich meine, Wir haben alle ich habe Schlangen schon die Hälfte gekillt, meiner keiner ist Karten vergiftet. aufgebraucht. Ja, das ist aber immer Kommt mir wieder auch das so Gleiche. vor, ja. Das Interessante ist ja, wir Bin müssen gleich ja nicht da. nur praktisch alles killen, sondern wir müssen praktisch überall hin und alle von diesen komischen Sachen aufbauen. Ja, das Killen ist eigentlich gar nicht einmal so wichtig. Ja, es wird de facto eh so ablaufen, dass du und ein oder zwei andere noch Feuer verschießt, so gut und so schnell ihr könnt und alles killt. Ich meine, Und ich weil bin ich bin voll draufgehört, auf ich Karten stehe und ich werde am ziemlich Ende blöd. einfach. Ich habe nämlich Danke, dass du mir eine zuhörst. 4 und Springen Karte zum Bewegen. So, wieder. Aber damit komme ich nicht zu dem Ding hier. Weil du bist der Spellweaver. Ich bin der 1, 2, 3, Spellweaver, ich 4. komme nur bis hierher. Ich weiß nicht, das ist Ja. irgendwie doof. Achso, da darfst du sogar hin, oder? Was ist das nochmal? Ich habe Das ist keine Ahnung. doppelte Bewegungspunkte. Ja, Nein, da also mit Jump ich mit hin. Jump müsste ich eigentlich bis daher Ja. kommen. Ja. Das wird jetzt ein Gedränge hier werden für Naja, dich. der Punkt ist der, ich habe ja eigentlich vor, also einen von den beiden Dämonen auf diese Falle hier zu ziehen, ihn dort zu immobilisieren, das kann ich, dass wir ihn dann da Wann stehen bist denn du lassen, eine dran und Runde. wann sind die Dämonen dran? Wir sind alle, also es ist ganz früh ist der Michi dran, dann sind die alle Viecher dran und dann sind wir drei dran und wir als Letztere. Okay. Ich glaube, vor mir noch Das und heißt, ich die dann noch vor Dämonen, dir. weil ich habe nämlich gedacht, dass ich diese Bombe, Aber die bewegen sich die Volatile Dämonen Bomb, auf überhaupt? die Dämonen Die Dämonen bewegen einsetze. sich ja nicht. Doch, es gibt ein Tier. Da wird sich auf Ah, jeden Fall nein, einer die da haben Range hinbewegen. 4. Aber es ist nichts Die vom Dämonen haben Gehen. Fernkampf? Ja. Oh, Ja, die die gehen bewegen nicht. sich. Nein, dann Nein, bewegen sie sich die wirklich bewegen sich nicht. nicht, ja. Ah, das ist ein Desaster. Ja, Alle schon. meine Pläne Das sind. heißt, Jetzt ich kann ich kann umplanen. sowieso. Fernkampf 4! Shit! Ich muss daher zu der Münze. Ich werde zu der Münze gehen und dann kann ich mich die Oh Dämonen schön mit der Gott! Volatile Bomb angreifen. Die sind echt stark, bitte. Stimmt, das haben wir letztens eh noch gesagt. Aber Gott! Hier ist ja ein Disadvantage, wenn man genau vor sie hinläuft. der Michi wird die Platte-Energie weg aufbrauchen. Ja. Hat er gesagt. Ja. Naja, der Michi wird direkt zu Ihnen hinlatschen. Genau, Und ich nein, werde der mit zwei Michi Punkten zu ihnen kommt vorher hinlatschen und die hin. Platinenergie einsetzen, damit er mehr Schaden macht auf ihnen. Das heißt, Und Sie werden sich dann wegbewegen von ihm. Das macht es noch komplizierter. Also Sie wollen den kommt er Disadvantage vor oder erfüllen. nach ihnen dran? Er kommt vor Ihnen Er dran. kommt vorhin dran. Ach so, das ist Nee, natürlich okay. blöd. Da muss ich woanders hin. Aber ich habe auch Bewegung 4 und Jump. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall erwischen. Nein, sie gehen nicht weg. Sie bleiben dort stehen. Sie Warum? bewegen sich nicht, die Erddämonen, haben wir vorhin festgestellt. Sie haben kein Movement. Ah ja, sie haben Ja, weil kein er Movement. sie immobilized, glaube ich. Mit seinem Angriff Nein, kann nein, das sehr nein, sie angreifen. haben Von vornherein vornherein kein kein Movement. Sie haben auf ihrer Karte kein Movement, nur Attack. Ah, okay. Nur Range 4. Das heißt, es ist eine sehr gute Idee, ihn direkt auf die Pelle zu rücken, damit sie Genau. Disadvantage bekommen. Und ganz wichtig, dass er nicht in die Erdenergie wegnimmt. Das haben wir eh letztens schon besprochen. Genau. Ja, dann können sie nämlich nur einen angreifen, nämlich den Michi. Und Ja, auf den haben sie dann ups. Aber Disadvantage. der ist halt, der ist Aber greifen sie dann wirklich ihn an, wenn sie Range 4 haben? Wirklich immer den nächsten, nicht den, den Ja, sie am besten sie greifen den treffen? nächsten an. In dem Fall ja. Ich schaue es dann noch einmal nach, weil die Frage ist berechtigt. Auch wenn sie Aber ich bin eben mir ziemlich Distanz sicher. im Griff haben, ja. Warte, ich hoffe, ich finde das Dokument online. Ich schicke euch gleich einen Link zu einem ziemlich guten Dokument auf Boardgame. Ne?
Ich schau mal schnell. Sag mal, wenn ich einen Move habe, Push 2, muss ich dann pushen oder ist das optional? Das ist optional. Okay. Naja, das kann man sich ja anschauen, wenn man registriert ist auf Board Game. Ja, das ist nicht so gut. Und schaust dir mal meine Karte an. Die Dua. Warte mal kurz, bitte. Oder René, könntest du mal schauen? Was möchtest du, dass ich schaue? Die zwei ausliegenden Karten. Eine davon heißt Skua. Aha. So. Scour. Ja. Wie? Wie sagst du? Scour, Skua. sagt man Scour. Skua. Okay, Skua. Skua würde ich auch sagen. Also Skua. Genau, Okay, nein, ja. entschuldige, ich dachte, es wäre was anderes. Skua. Also. So, Ja. eine Frage ist, wenn ich nicht benachbart zu einem Monster stehe, also ich bin auf diesem grauen Feld, auf dem ersten roten ist niemand, aber auf dem zweiten roten ist schon jemand, ein Monster, kann ich den dann trotzdem angreifen? Schon, gell? Puh. Ich habe Na, keine fragen wir den Ahnung. Hartmann. Fragen wir den Hartmann, wenn er Es ist schwer Zeit zum hat. Sagen. Aber Aber vom Gefühl wahrscheinlich, ja. her, Wahrscheinlich würde ich schon. Das schon dürfte sagen, irgendwie ja. ein Lanzenangriff oder sowas sein. Es kann sein, dass du dadurch Reach kriegst und durch das Monster durchschlagen kannst, Weil weil es ist ja auch ein Pierce es ist ein dabei, also Pierce dabei, optional. also Das wird eine könnte Lanze das schon durchaus sein, das sein. müsste gehen, ja. Wo willst du ihn hinstellen? Wenn es da stehen, könntest du dich auf Auf die das Echtfeld Münze. stellen. Nein, ich stelle mich auf die Münze. Und dann kann ich ein Da Monster erreichen. Das wollte ist ich mich kein hinstellen Giftfeld. auf die Münze. Das ist kein Also, Giftfeld. Oh ja, ich glaube schon, das ist irgend so nein. ein. Na, das ist irgend so Dornen. Da kriegen wir auf jeden Fall Schaden, wenn wir draufstehen. Oder Ein durchrennen. Schaden. Ein Ein Schaden. Schaden? Ja. Weil Okay, das das aus dem Problem ist, Springen natürlich. das Problem ist, Könnte eigentlich sogar wollte ich auf einstecken. das Münzfeld und zwar Ja, nicht dann wegen geht der nur. Münze, sondern weil ich sie dann, weil ich muss, ich habe einen Range 2 Angriff. Ja. Und na, wobei, nein, das Nein, du, dann gehe ich und ich würde auf gerne mit das dieser Feld komischen mit den Bombe Dornen. angreifen. Passt Wo schon. ist denn die? Und ich bin mir nicht ganz Du, die sicher, Bombe würde aber ich mal ich eventuell nehme mal aufheben, an, du. ich mein, wenn Ich du sag unbedingt dir. zu der Dings, wenn du zur Münze kommst, ich kann auch daher gehen. Das ist kein Problem, weil ich Kannst du glaube, da dann treffe ich draufstehen? trotzdem beide. Kannst du da draufstehen? Ja, da können wir alle draufstehen. Es kostet nur 2 Movement Points. Und es geht Ah, sich aus, weil okay. ich hinspringen kann. Ganz kurz nur, ich habe jetzt noch mal Nein, geschaut, du, dann gehst du auf definitiv, das Dornengestrüpp. Was? Auf das dass ein Monster Dornengestrüpp? sich zuerst seinen Ja. Fokus aussucht. Und sein Fokus ist zuerst einmal der, wenn es keinen Fokus in Reichweite hat, der zu dem der Weg am kürzesten ist, ist hier nicht relevant, weil mehrere Leute in Reichweite sind von dem Fernkampfangriff. Aber der nächste Tiebreaker ist dann, wer am nächsten ist. Und das ist der, der direkt neben denen steht. Auch wenn sie fernkämpfen, wenn sie sich nicht bewegen können. Das ist nicht unbedingt geschickt für sie, aber sie machen es trotzdem. Nein, aber es hat eine gewisse Logik, weil das ist die Die unmittelbare Gefahr, unmittelbarste mit der sie Gefahr, umgehen ja. müssen. Ja. Ja, Andi, was da wolltest du fragen? können wir die So, Spielmechanik gegen das Spiel schau mal verwenden. her. Schau mal Ja. auf die Karte, Skua. Von mir. Ja. So, wenn ich auf dem Die schon grauen Feld vorne stehe, hier. Ja. ja, und auf dem ersten roten Feld steht kein Monster, aber auf dem zweiten, kann ich das dann angreifen, trotzdem Ja. mit der Karte? Ja, Ja. okay. Ja, wir haben das als Lanze gesehen, der René. Das hat eine Logik. Aber ich finde sogar, es ist besser, ich stelle mich wirklich aufs Dornengestrüpp. So, ich bin kurz AFK, ich rufe meine Schwester an. Ist okay.
Weil dann kann ich beiden 3 Schaden oder irgend sowas in der Art geben. Ja. Obwohl, ich krieg's dann, ich stecke von einem ein, aber gut, der hat wieder Disadvantage. Aber der andere erreicht mich dann, verdammt. Da muss ich von 2, nein, nein, ich gehe doch auf die Münze, wenn du da raufgehen kannst. Ach so, nein. Wie ist das dann? Ah, der eine, der Das mich mit Fernangriff angreifen würde, der geht dann auf den anderen, auf Trackhard, auf den Michi. Weil der näher ist. Der, wo wir ich beide bin mir daneben eh nicht so stehen. ganz sicher. Es kommt darauf an, wo die Schlange ist. Vielleicht mache ich überhaupt was anderes, weil vielleicht greife ich die Schlange nämlich mit meinem Angriff an. Sag mal, wie viele Leute kannst du angreifen mit dieser Bombe, die du da hast? Drei, wenn sie richtig stehen. Weil ich sag dir, da kommen noch Räume, wo viele Monster auf einem Haufen stehen. Ja. Deshalb würde ich mir die eher aufheben. Jetzt stehen sie eher noch locker beisammen, die Leute. Ja, ich meine, ich kann maximal drei erreichen mit der Bombe. Michi kommt gleich. Ja. Würde ich mir aufheben. Okay. Und die, was ich mal gedacht habe, ist nämlich die mit meinem Angriff mache ich drei Schaden und eine Wunde. Also Perfekt, mit der ja. Bombe mache ich beiden eine Wunde halt quasi. Und dass Ja. da das ziemliche Monster sind, ich meine, der Die Flächenangriff brauchen ist das. schön bei kleinen Monstern, aber wenn die beide eine Wunde haben, wäre es natürlich schon sehr angenehm. Deswegen habe ich mal gedacht, Ja, wäre auf das jeden jetzt recht Fall. praktisch. Nein, das wäre sehr praktisch. Hat man auch mal die Frage, wenn da, wo du jetzt gerade den Dinger drauf hast, dieser Dämon, ja? Genau. Wenn hier einer steht und hier einer steht, wen greift er dann an? Wie entscheidet sich das? Wer die frühere Initiative hat von den beiden. Okay. Ah ja, genau, stimmt. Das wäre in dem Fall der Michel. Der hat nämlich Das ist 29. wurscht, zu dem Zeitpunkt, wo du dort stehst, hat der Dämon eh schon angegriffen. Oder meinst nächste Runde dann? Ah, nein, du hast recht. Nein, ich rede von jetzt. Mit 71. Nein, ich bin vor ihm dran. Ich habe 61. Den Monat 71. Okay. Oh, wir kommen Lustig. nachher dran. Andi, hast du Ja? vor, dich auf dieses Feld zu stellen? Nein. Ich wollte Okay, sehr gut. eher Sehr gut, daher passt. gehen. Ja, wunderbar. Denn ich werde Ungern dann trotzdem habe ich einen von den gewusst. Dämonen nämlich hierher ziehen, auf diese Falle, die Aber vergiftet wie ist. kannst du ihn ziehen, wenn er sich Es nicht geht sich doch, bewegt? Aber. na, es geht sich aus mit meinem, schau mal bei mir, Hookgun, Ah, mittlerer Hälfte. okay. Aber Stimmt Andi, du wirklich. musst bedenken, die Viper wird dich dann angreifen. Wieder Ja, wenn du vergiftet. bei. Wann bist du dran? Bei Gott. 51? Ich habe 61 60. ja. Ah Nach der nein, Viper ist dann das dann. greift Nach dich die der Viper doch Viper. nicht an. Na, Die dann Viper ist es wird doch nicht perfekt. angreifen. Schätze ich mal. Wo geht die Viper dann hin? Da Die wäre wird der dann Michi schon. stehen. Hier wird der Michi Oh stehen. nein. Die wird ziemlich sicher dahin gehen mit ihrem Jump. Auf das Feld, das ich User frei joined your brauche. channel. Ich kann jumpen. Hallo. Ja, das wird wirklich ein Oh, bisschen hallo, heftig grüß werden, euch. wirklich. Entschuldige. Hallo Michi. Hallo. Kein Problem. Wir haben uns sehr angenehm unterhalten inzwischen. Nein, es war mehr mein Fehler, weil ich habe es falsche Hände angerichtet. So, passt schon. Nein, sorry, ich hab's vergessen, nicht du.